Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema heute ist Schlaf, Schlafprobleme, gesunder Schlaf. Und als Gast und Experten haben wir Herrn Professor Dr. Konstantin Meyer von den Vidya-Kliniken in Karlsruhe gewonnen. Und Herr Professor Meyer ist Direktor der Klinik für Lungenerkrankungen. Herr Professor Meyer, Schlaf und Lunge, wie kommt denn das zusammen? Vielen Dank für die Einladung, Professor Gonska. Wenn man die Schlafmedizin überblickt, gibt es mehrere Disziplinen, die daran beteiligt sind. Das ist einmal die Kollegen der Hals-Nasen-Ohrenärztlichen Fachrichtung, die Kollegen der psychiatrischen Fachrichtung und schließlich endlich die Pneumologen. Das hat am Ende damit zu tun, dass Schlaf gesteuert wird vom Kopf, durch Psyche beeinflusst werden kann, der Atemweg natürlich im Hals-Nasen-Ohrenärztlichen Fachgebiet beginnt und die Lunge auch am Atemweg liegt. Und ein Teil der Schlaferkrankung kann durch Beatmung unterstützt werden und da ist man dann irgendwann im pneumologischen Fachgebiet. Warum ist Schlafen so wichtig? Oh, Schlafen ist extrem wichtig. Einfach um am nächsten Morgen schon mal entspannt und gestärkt in den Tag zu starten. Schlaf hat enorme physiologische Wirkungen auf Körper und den Kopf. Im Schlaf wird das Gehirn in Anführungszeichen gereinigt. Das heißt, dass neben sozusagen der Verarbeitung von dem, was am Tag stattgefunden und dass man das für sich selbst organisiert und verarbeitet, auch bestimmte Erinnerungen und gelöscht werden. Das ist sozusagen die mentale Ebene, aber es gibt auch eine zellbiologische, physiologische Ebene, dass um die Nervenzellen herum im Prinzip auch abgeräumt und aufgeräumt wird. Das ist sozusagen auch eine Funktion des Schlafes. Und im Schlaf werden Hormone gebildet, beispielsweise Wachstumshormon, das für die Regeneration des Körpers notwendig ist. Wie viel Schlaf braucht ein Mensch? Wie lange sollte Schlaf sein? Ausreichend. Das ist grob gesagt für jeden nicht 100% zu bestimmen. Das ist unterschiedlich. Manche Leute kommen mit 5-6 Stunden aus, kurzfristig. Üblicherweise sollte man anstreben, 6-7-8 Stunden zu schlafen, einfach um diese physiologischen Regenerationsprozesse des Körpers auch aufrechtzuerhalten. Es gibt Daten, dass wenn man weniger schläft oder nicht ausreichend schläft, vor allem über längere Zeit nicht ausreichend schläft, dass dann es zu Störungen der Gedächtnisfunktion kommt, zu Problemen im Kreislaufsystem und auch zu immunologischen Problemen. Man wird anfälliger für Infekte. Das ist auch eine Funktion des Schlafes, das Immunsystem zu stärken. Braucht man Schlafmittel? Sind Schlafmittel sinnvoll? Schlafmittel sind eine symptomatische Therapie. Wenn Sie eine Infektion haben, nehmen Sie Antibiotika, um die Ursache zu beseitigen. Ein Schlafmittel zu nehmen, bringt Sie in den Schlaf, behebt aber nicht die Ursache der Schlafstörung. Kurzfristig, ganz, ganz kurzfristig kann man das mal machen, aber man sollte sich nicht langfristig, und langfristig kann schon nach 1, 2, 3 Wochen beginnen, darauf einlassen, Schlafmittel zu nehmen. Also kein gesunder Schlaf. Nein, es ist kein gesunder Schlaf. Das ist ein sozusagen eine symptomatische Therapie für ein darunterliegendes Problem, was nicht gelöst wird. Weil warum schläft man nicht? Was ist denn ein Schlaflabor, wenn man jetzt jemandem helfen will und man sagt, der müsste ins Schlaflabor, in ein Labor? Ja, das hört sich sehr technisch an, hat auch viel mit Technik zu tun. Prinzipiell ist es so, dass erstmal der Verdacht erhoben werden muss, dass eine Schlafstörung besteht. Dann wird, bevor man in das Schlaflabor kommen kann, eigentlich ambulant geklärt, ob überhaupt eine relevante Schlafstörung vorliegen könnte. Da werden Geräte an den Patienten ausgegeben, die Sauerstoffsättigung, Herzfrequenz, EKG und Atembewegung testen. Damit geht der Patient nach Hause und schläft unter häuslichen Bedingungen. Und wenn in der Auswertung dieser Geräte dann herauskommt, dass ein ausreichender kriminologischer Anfangsverdacht besteht, dann wird der Patient zum Schlaflabor eingeladen. Man kommt abends an, da gibt es eine Nachtwache, die nimmt einen auf.
Dann wird man in sein eigenes Zimmer gebracht. Es hat eine geregelte Temperatur. Es ist wird dunkel, dass man auch darüber keine Störung des Nachtschlafes hat. Es werden EKG-Elektroden aufgebracht. Es werden EEG-Elektroden aufgebracht. Blutdruckmessung wird gestartet. Es werden Muskelelektroden am ganzen Körper verteilt. Es wird eine komplette elektrophysiologische Untersuchung gemacht mit Hirnströmen, Muskelarbeit, EKG, Sauerstoffsättigung und alles das wird am Ende der Nacht ausgewertet und zu einem Ergebnis gebracht. Also eine komplexe Untersuchung. Ja. Vielen Dank, Herr Professor Meyer. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie Spaß an unseren medizinischen Themen haben, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal. Bis dann, bleiben Sie gesund.